Fragt man sich, welche der 43 deutschen Elite-Schulen des Sports die größte und erfolgreichste Schule ist, kommt man am Schul- und Leistungssportzentrum Berlin nicht vorbei. Mit über 17 verschiedenen Sportarten bildet das SLZB die erfolgreichste nationale Sportschule. Die Schule, so wie sie jetzt dort ist, ist ein Ergebnis einer langen Entwicklung, einer Umgestaltung der Kinder- und Jugendsportschulen, ehemals aus der DDR. Dann ist es das Ergebnis einer Fusion, die wir durchgestaltet haben. Also insofern haben wir eine Menge Arbeit geleistet und stehen jetzt sehr gut da und sind sicherlich ganz vorne in Deutschland. Auch im internationalen Vergleich gibt es keine andere Schule mit so vielen olympischen Medaillen bzw. Teilnahmen an Olympischen Spielen. Welt- und Europameistertiteln sowie berühmten Ausnahmeathleten wie Robert Harting, Sabine Lisicki oder Franziska van Almsick. Das heißt, du hast hier sportbegeisterte Lehrer, du hast hier eine sportbegeisterte Schulleitung, die auch immer in der Lage ist, trotz Mannschaftssport individuelle Lösungen für den einzelnen Sportler zu schaffen. Und es sind halt hier extrem kurze Wege, also alles innerhalb von 5 Minuten zu erreichen, Schule, Mensa, Sportstätte, ist perfekt. Das SLZB ist eine Fördereinrichtung, die im kooperativen Verbund von Leistungssport, Schule und Wohnen besondere Bedingungen zur Verfügung stellt. So können sich talentierte Nachwuchsathleten auf künftige Höchstleistungen im Sport vorbereiten und gleichzeitig in entspannter Umgebung zurückziehen. Wir haben oft Trainingslager oder Wettkampffahrten und verpassen viel Stoff, aber die Lehrer haben dann viel Verständnis dafür und das ist halt was, was ich glaube ich an anderen Schulen nicht so antreffen würde. Das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, ein Ort zum Großwerden, ein Ort für besondere Talente.